Hallo liebe Leute, da sind wir wieder bei Trainfieber, Teil 9. Und da fährt schon der erste Zug weg. Hehe, so wie sich das gehört. Sehr schön. Ja, es hat einige Kommentare gegeben. Unter anderem von Mr. PBX. Und dafür möchte ich mich mal erstens herzlich bedanken. Und zweitens, ja, phänomenal, was da alles geschrieben wurde. Ganze Geschichten zu Krokodil-Lokomotiven und zum Spiel selber und zur Eisenbahn überhaupt. Also beeindruckend, muss ich echt sagen. Und jetzt... da gab es viele Tipps und einige davon versuche ich jetzt natürlich umzusetzen. Das fängt mal an bei den Bahnlinien. Ne, Blödsinn, bei den Buslinien. Die sind eigentlich falsch gesetzt. Das ist mir soweit bewusst mittlerweile. Das ist eine neue Session hier, muss ich vielleicht noch anfügen. Nur, die machen alle Plus. Also, auch wenn sie falsch gesetzt sind. Ich würde die mal... im Moment noch so lassen, denn ja, never change a winning team, sagt man. Never change a running system. Und das hat einen guten Grund. Ich würde sagen, ich behalte das mal im Auge. Solange das im grünen Bereich ist hier, scheint mir das soweit okay zu sein. Aber es ist wahrscheinlich nicht schwierig abzusehen, dass das irgendwann dann hier ins Rote rauscht, also sprich Minus macht. Was ich aber sicher mal mache, ist bei diesen Linien hier, mal zuerst das Fahrzeug anklicken und keiner weiß warum. Nee. die letzte Haltestelle wieder löschen, denn sonst drehen die hier sowas von blöd. Das ist eigentlich nicht erwünscht. So. Jetzt müsste das weg sein. Jetzt klicke ich wieder aufs Fahrzeug. Das ist irgendwie... ja. Ich möchte halt gern sehen, wie sie fahren. So. Nee, nochmal gucken. Okay, passt. Da ist gar nichts mehr. Das ist halt ein bisschen von daher auch falsch gesetzt. Die Leute, die kommen gar nicht mehr zurück. Also es müsste auf beiden Seiten, oh yeah, eine Haltestelle haben. Da gibt es neue Fahrzeuge. Das interessiert uns im Moment jetzt noch nicht massiv. Ich mache jetzt hier sowieso mal kurz Pause, sonst läuft uns irgendwie dann die Zeit davon. Denn wir haben hier noch mehr Busse. Die Linie 8 haben wir noch. Da machen wir den letzten weg. Und dann haben wir hier noch Linie 9. So, dann ist hier mal das, ja... blödste, übelste, döfste, wegen diesen Kehren, die sie unten machen, erledigt. Das hat man jetzt hier sogar schön gesehen. Da ist die Linie weggefallen, dass er hier dreht. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das was bringt. Das müsste eigentlich schon was bringen. Und viel mehr möchte ich zu den Bussen gar nicht mehr machen. Wie gesagt, aus dem Grund heraus, dass die ja im Moment Geld verdienen. Es ist aber, wie ich auch schon gesagt habe, aber eingangs klar, dass das nichts für die Ewigkeit ist, so wie das hier organisiert ist. So, dann kommen wir mal zu den Bahnlinien. Die haben wir hier. Das ist zum Beispiel Linie 4, okay. Passt sehr schön, das ist eigentlich auch alles im Plus. Was ich jetzt hier aber mache, was völlig richtig ist, eigentlich... diese einspurige Abschnitt hier, das ist völlig behämmert. Also, weil das kostet nicht viel, den hier rüber zu ziehen und man hat hier nur eine Gebremse. Was ich eigentlich vergessen habe, ist, dass die Züge ja nicht immer Volldampf fahren und boing, zack, null und boing, zack, wieder Vollgas, sondern die haben eine Anfahrt, also eine Beschleunigung und einen Bremsweg. Sprich, der kommt hier nie auf Touren, wenn er hier da und wieder bremsen muss, weil der andere noch kommt. Und das hat dann natürlich zur Folge, dass unsere schöne Dampflok hier dauernd Minus macht. Ja, hier mal, in einem Jahr hat es einmal Plus gemacht. Okay, das muss ein Versehen gewesen sein. Aber jetzt muss ich das Ganze erstmal laufen lassen. Man sieht hier schon von Auge, die ist am Üben, bis die hier in die Gänge kommt. Weil sie halt hier halten musste bei dem Signal. Also wir werden jetzt hier das abreißen, sobald Kollege Dampflok weg ist. Ach, sieht es einfach schön aus. So, sie ist weg. Machen wir hier auf Pause und dann wird hier eine Baustelle draus. So, Bahnübergang weg, Weiche weg. Jetzt ist ja noch ein Auto im Weg. Das ist natürlich bescheuert, das sollte auch noch weg. Sonst wird es schwierig. Mit der Linienführung. So, was haben wir hier für Gleise? Die langsamen. Okay. Das sind die, aber mit Oberleitung. Hier liegt noch ein Stück Gleis. Das ist schon mal nicht ideal. Das muss auch noch weg. Und hier sehe ich schon, das ist sehr krumm. Das geht nachher sowieso nicht. Das müssen wir auch wegnehmen. Jetzt soll es eigentlich gehen. Passt. Mal gucken, ob das auch geht. Nein,
Da müssen wir noch ein Stück wegnehmen, da hinten. So, ist auch nur ein kleiner Teil. Sieht es mit dem Geld aus? Okay, 1,2 Millionen, das reicht. Da können wir hier fröhlich Gleise verlegen. Man sieht, das kostet nicht die Welt. 17.000, das ist ja eigentlich nichts im Vergleich dazu, was wir gerade haben. Und das inklusive Bahnübergang. Oder haben wir jetzt den falschen? Jetzt haben wir den falschen. Dann machen wir hier noch den richtigen. Und zwar, den hätte ich gerne. Mit zwei Schranken, genau. So, und jetzt braucht hier niemand mehr zu bremsen. Jetzt müssen wir aber natürlich noch gucken wegen den Signalen, die wir hier gesetzt hatten. Die haben wir zwar, so wie es aussieht, mit abgerissen. Die Signale hier, die machen so weit Sinn. Würde ich mal behaupten. Behalten wir aber auch im Auge, ganz klar. Was haben wir hier an Signalen? Hier haben wir noch in der Mitte welche. Das ist auch nicht so falsch. Und hier haben wir gar keine. Okay, hier wollen wir auch keine, denn hier reißen wir auch ab. Das ist auch sinnlos einspurig, nennen wir es mal so. Und machen hier einen fröhlichen Zweispurbetrieb. Achso, das habe ich weiter zurück abgerissen. Oh Gott, bis wohin habe ich das denn abgerissen? Hier. Geht das? Das geht. Hier ist aber noch ein Loch. Das machen wir auch noch zu. So, jetzt müssten wir eigentlich soweit alles zweispurig haben. Bis hier hinten. Hier ist halt das Depot noch im Weg. Mhm. Das lassen wir aber mal erstmal noch so. Das wird sonst hier eine riesen Arbeit, Manöver mit Planung und so weiter. Jetzt haben wir mal das Wichtigste hier gemacht, dass hier diese Bremswege und Standzeiten wegfallen. Das ist sicherlich schon mal gut und wichtig. Und was jetzt hier hinten noch ist, zum Bahnhof hier. Ne, nicht der. Sondern der hier, unser Vierspuriger. In Treffelstein. Das ist ja von daher ein kleines Problem, dass wir hier die Gleise nicht rauslegen können und so automatisch hier einen Kopfbahnhof bekommen. Da gab es jetzt den Vorschlag, das Ding abzureißen und zu versetzen. Das habe ich testweise schon mal gemacht. Ja, gibt nur Probleme, kostet ein Heidengeld und das hat nicht so schön funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Also der kam dann irgendwo hier hin, Straße verlängert, Bushaltestelle versetzt und so weiter. Wollte dann irgendwie doch nicht wirklich funktionieren. Die andere Idee war, einen Tunnel zu machen. Das ist halt kostenintensiv, also sprich den Bogen abzureißen, das hier tiefer zu legen und hier hinten wieder rauszukommen. Funktioniert auch, kostet aber entsprechend. Die dritte Alternative wäre, das Ganze so stehen zu lassen und halt zu warten, bis wir wirklich viel Geld haben. Dann können wir uns leisten, hier diese paar Häuser abzureißen. Dann können wir die Linien über die Straße ziehen. Ich neige jetzt fast ein bisschen zur letzten Maßnahme. Also das vielleicht erstmal stehen lassen. Hier bringen sie keine Straße mehr hin. Das heißt, die werden auch keine Gebäude hinstellen, denn die Gebäude stehen immer an Straßen. Oh, da fällt mir auch noch was ein. Was wir natürlich auch noch nicht gemacht haben, ist, wir können natürlich die Infrastruktur der Stadt mitbestimmen, sozusagen, indem wir nämlich Straßen vollenden. Straßen, die KI sozusagen, ja sozusagen, die KI einfach nicht fertig gebaut hat, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht ging ja der KI auch mal Geld aus. Ich weiß es nicht. Da haben wir jetzt das schon mal gemacht. Hier könnte man auch schon weiterziehen, aber das möchte ich noch nicht. Was wir mal noch machen könnten, ist hier das zweite Gleise rausmachen. Also rausziehen, das hier wenigstens. Ne, können wir nicht, da steht schon ein Haus im Weg. Oh oh. Was kostet das zum Wegmachen? Eine gute Million. Ne, lassen wir mal. Das Problem ist, das könnte natürlich dann später teurer werden. Weil wenn sich das Haus vergrößert, dann haben wir ein kleines Problem. So, jetzt lassen wir mal wieder laufen. Rasseln hier. Ich muss mal auf meinem schlauen Zettel gucken. Ich habe extra einen schlauen Zettel gemacht. Wo ist noch ein Problem? Schulden begleichen. Okay, was haben wir an Schulden? Oh oh, 6 Millionen bei 1,25 Guthaben. Ja, wir können nicht alles zurückzahlen. Wir zahlen mal ein bisschen zurück. Das müssen wir sukzessive machen, Stück für Stück. Ah ja, genau. Was auch noch war, ich habe im Prinzip halt in meinem
ja, ich nenne es mal Wahn, Modellbauwahn, weil ich möglichst schnell eine möglichst schöne Anlage haben wollte, völlig die falschen Busse eingesetzt, denn diese teuren, das müssen hier die Saurer-Busse sein, die kosten natürlich Betriebskosten und fahren 80 Stundenkilometer. Auf die 80 kommen sie niemals innerorts. Das kann ja gar nicht gehen hier von Station zu Station, das funktioniert nicht. Also das wäre wirtschaftlich gesehen schlauer gewesen, hier diese Saurer-Teile zu nehmen, die kleinen. Wo haben wir hier das Depot? Dann kann ich schnell zeigen. Die hier. Die fahren zwar an der 55, aber das ist ja und nehmen ein bisschen weniger Leute auf, die kosten aber auch viel weniger. Und eben, die kommen natürlich wahrscheinlich fast schneller durch die Stadt durch. Diese Busse hier haben wir in einer anderen Stadt verwendet. Das ist auch eigentlich wirtschaftlicher Wahnsinn, aber mein Gott. Solange es jetzt hier noch halbwegs irgendwie Geld gibt, lassen wir das mal. Denn wir können die Busse sowieso erst ersetzen, wenn wir hier wirklich wieder ordentlich Kohle haben. Weil die Grundidee wäre, hier in den Städten das ganze System umzustellen auf die Saurer-Busse, die viel günstiger sind. Und hier diese Mercedes-Busse für Überland gebrauchen, also um andere Städte zu verbinden. Aber das kann ich erst, wenn wir wieder hier ordentlich zu Geld kommen. Vorher geht's halt nicht. Was hätten wir denn sonst noch hier für Prioritäten? Eigentlich würde ich mal sagen, das Gröbste ist gemacht oder erklärt, warum es eben noch nicht gemacht ist. Was jetzt mal noch wäre, was ich hier gerade sehe. Okay, hier könnten wir eigentlich nochmal einen Lastwagen hinschicken. Wie viele haben wir denn von denen? Das ist Linie 2. Das sind zwei Stück. Zweimal Erz. Okay. Da spendieren wir nochmal einen Lastwagen. Denn je mehr... Da steht noch ein... ein alter Ölkollege, den wir versehentlich eingesetzt haben. Also wir, ist gut, ich spreche immer gern von wir, aber den habe ich falsch eingesetzt. Ganz einfach. Erz. So. Kaufen wir gleich mal zwei. Und weisen Linie zu. Linie 2 war es. Die hier. Gut. Dann gucken wir jetzt mal ganz schnell, ob das so auch stimmt. Dafür müssen wir die Linie aber auch angewählt haben. Die fahren von hier hinten einen riesen Umweg schon mal hier runter und hier wieder rüber, okay. Und bringen hier Erz hin. Okay, das passt. Und das Erz holen sie hier. Mhm. Könnte man eigentlich die Straße ein bisschen schlauer ziehen. Wobei macht das viel aus, ob sie jetzt hier entlang fahren oder hier und hier rauf und hier rauf ist eigentlich... Schnuppe, mehr oder weniger. Hier haben wir Güter, die warten. Das wird von hier hinten kommen. Der wird wahrscheinlich Güter transportieren, genau. Beziehungsweise, nee, der transportiert Kohle nach hier hin, auch klar. Wer holt denn hier die Güter? Haben wir hier denn schon jemanden? Ich nehme es doch mal schwer an. Bist du das hier? Ja. Der hat zwar keine Güter, oder hat er die gerade abgeladen? Ne, der lädt. Doch, die hat er gerade abgeladen, okay. Denn hier hinten hat es ja Güter. 16 Stück, das heißt, wir können hier nochmal einen einstellen, wenn Weitersburg... Ne, da ist eigentlich der Güterbedarf gedeckt im Moment. Haben wir hier noch eine Stadt in der Nähe, die per Bus vernünftig erreichbar wäre. Das hier. Das hier, das. Treffelstein. Das geht hier über den Berg, da fahren sie natürlich auch ein Stück. Das könnte man aber machen. Haben wir so viel Geld? Nee. Jetzt müssen wir uns schon wieder was leihen. Sind wir dann gleich wieder bei den 6 Millionen? Kurz Linien angucken. Das sieht eigentlich immer noch gut aus, bis auf die Zuglinie. Da müssen wir jetzt mal noch einen Moment Geduld haben, wie das hier aussieht mit keine Einzelstrecken mehr. Der wartet auf Weg, das ist schon mal Käse. Aber da ist halt einer im Bahnhof. Das müsste doch eigentlich auch so zu regeln sein, dass der nicht warten muss. Wir haben ja hier zwei Gleise, wir haben sogar noch zwei freie. Das müssten wir uns auch dringend noch ansehen. Die wartet auch auf freie Wege. Oh, 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 okay.
Pause, vergessen wir das mit den Lastwagen kurz. Hier gibt es ein Signalproblem. Beziehungsweise, doch, wartet auf freie Wege. Dann fährt jetzt aber der. Ich war halt im Pausenmodus. Wo ist er denn? Ne, der wartet tatsächlich auch auf freie Wege. Okay, dann machen wir doch schnell den Pausenmodus. Wo ist das Problem? Du hast hier ein Signal. Das ist so nicht falsch. Wenn du hier eins hast, dann gehst du auf dieses Gleise. Ja, da sind wir wieder beim alten Problem, dass wir hier keine Weiche mehr machen können. Wobei, der könnte eigentlich dieses Gleis benutzen und hier reinfahren. Warum macht er das denn nicht? Da geht halt auch noch eine Strecke ab, aber das ist nur das Depot. Das müssen wir eigentlich nicht mit Signalen bedienen. Was haben wir denn hier für Signale? Hier eins. Tja, das müssen wir jetzt ausprobieren. Ne, hier kommt bestimmt keines hin. Aber auf der anderen Seite. Ne, da haben wir. Hier haben wir auch. Okay. Passt soweit auch. Hm, jetzt kommen wieder Mysterien. Wobei, so mysterisch ist es meistens dann eben doch nicht. Sondern die Lösung ist eigentlich ganz einfach. Man müsste nur drauf kommen. So, jetzt warum wechselt der hier nicht auf dieses Gleise? Sondern will unbedingt dahin, wo die andere Lok ist. Das ist doch eigentlich eine Alternative mit diesem Gleise. Eigentlich. Mal gucken. Ne, dann haben wir sie wieder zu weit vorn. Okay, hier fehlt eigentlich ein Signal. Aber das hat, glaube ich, nicht wirklich Einfluss auf hier vorne. Hier wird das gesamte zweite Gleise gar nicht genutzt. Aha. Da habe ich doch auch schon wieder irgendwie einen Fehler. Und oh, 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 was sehen meine Adleraugen? Okay, da würde ich auch nicht lang fahren. Eieiei. Da hat es ein Stück Strecke nicht gebaut. So, jetzt haben wir das nämlich hier zweispurig, genauso wie das gedacht war. Hat das jetzt irgendeinen Einfluss auf hier vorne? Nö. Wäre komisch, wobei, Moment, müssen wir mal. Ja, dann machen wir anders. Ne, die Dampflok brauche ich. So, und jetzt laufen lassen. Ne, die warten immer noch. Okay. Machen wir hier wieder Pause. Ja, das Problem ist wirklich, dass der hier nicht rüber wechselt. Dabei hat es ein Gleise. Was passiert, wenn wir hier ein Signal hinmachen? Ist eigentlich doof, weil der Bahnhof selber auch schon ein Signal ist. Wir müssen dem irgendwie erklären können, dass er halt, wenn hier besetzt ist, dass er hier reinfährt. Wenn ich hier ein Signal hinmache. Das müsste sogar gehen. Ja, okay. Jetzt hat das geschnallt. Jetzt wartet die Dampflok. Mhm. Das ist soweit richtig und der benutzt dann halt Gleis Nummer 2. Kommst du? Er kommt. Fahren wir doch mal mit. Gucken uns das hier mal an. In Ruhe. Können wir die Linie wegmachen. Und das Ding qualmt. Heiliges bisschen. Man kriegt fast Angst, dass der Bahnhof brennt. So. Hier rein. Ja, wunderbar. Und jetzt. Wenn du drin bist, fährt Kollege Dampflocke los. Okay. War sicherlich auch schon wieder ein Grund, warum es hier Minus gab. Ganz klar, Widerstandzeiten. Unnötige. Und das, obwohl wir hier ja jetzt die einspurigen Abschnitte platt gemacht haben. Gut, das passt, denke ich mir. Ich behalte die zwei doch mal hier oben, beziehungsweise mal eine. Damit ich gleich sehe, wenn die wieder aus irgendeinem Grund steht. Dann wäre das dieser Abschnitt, der ist okay. Was jetzt noch fehlt, ist, wir haben nachher hinten, haben wir ja eigentlich schon Doppelgleise verlegt. Da fährt aber nur ein Zug drauf. Weil, da fuhr vorher die Krokodil, die ja gar keine Krokodil ist, wie ich leider lernen musste. Sieht halt so aus. Und die haben wir verkauft, weil sie schlicht und einfach zu teuer war. Okay, was wollte ich denn jetzt hier gucken? Genau. Den Takt von Linie 7. 6 Minuten, ja. Das
Er trägt ganz sicher einen zweiten Zug. Okay, dann machen wir das mal. Wie gesagt, die Linien sind auch schon gebaut. Aber was hier natürlich komplett wieder Blödsinn ist, was ich gerade gesehen habe, was ich jetzt als erstes ändere, hier haben wir wieder so einen eingleisigen Abschnitt. Den hier. Der kommt weg. So. Nicht eingleisig bauen oder stehen lassen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Ich meine, ein Grund, warum man das machen könnte, wäre natürlich, dass man ein teures Tunnel gebaut hat. Oder eine teure Brücke oder irgendwie sowas. Dann macht es natürlich durchaus Sinn, dass man... Gott, was ist das denn Chromes? Nee, so bitte ich das bestimmt nicht. Da macht es natürlich durchaus Sinn, dass man dann halt die Züge da auf ein Gleis durchschlängelt, weil das einfach zu teuer ist sonst. Das ist schon wieder so chrom. Das müssen wir in Etappen bauen. Das geht sonst nicht. Haben wir hier zwei Gleise? Nee, das hat bis hier hinten abgebrochen. Okay. Erstmal so. Wieder auf gleiche Augenhöhe bringen. Vielleicht klappt es jetzt. Nee, das ist so krumm, aber das ist halt auch so krumm, weil das hier wieder so krumm ist, genau. Das ist so korrigierenderweise, greift das hier teilweise ein, wenn man es baut. Und dann gibt es so kleine Zwischenstücke, die sozusagen auffüllen. Ist das wirklich so krumm? Nein, jetzt ist das halt so krumm. Die sozusagen auffüllen, was fehlt. Genau, und die werden dann vielleicht klein und krumm. So wie hier wieder irgendwas klein und krumm ist. Daran liegt es nicht. Okay, müssen wir halt anders machen. In Etappen. Das ist sowieso ein kleiner Geheimtipp in dem Spiel. In Etappen bauen. Es kann sein sonst, dass man einen halben Tag damit verbringt, ein Zugdepot anzuschließen an die Gleise, weil es einfach nicht geht. Das geht wirklich nur in Schritten. So. Oh. Somit wäre diese These auch bewiesen. Da haben wir Signale. Ich nehme davon an, die passen. Wo sind sie denn jetzt? Da unten. Doch, die passen so. Und da hinten haben wir keins. Das passt so eigentlich nicht. Also eins brauchen wir hier. Sonst gibt es wieder die automatischen Wartezeiten. Und zwar einmal hier. Dann kann der Zug hier warten. Okay, hier mache ich jetzt ganz klar keinen Sinn, denn sonst kann es sein, dass der Zug hier wartet, vor diesem Signal. Und hier so reinhängt. Das heißt, dieser Zug steht, weil er rot hat, weil der Zug hier reinhängt. Und dieser Zug fährt dann nicht, weil er auch immer noch rot hat. Weil der Zug ja hier dann auf der Schiene steht, auf der Linie steht. Das ist ziemlich weit hinten. Das können wir uns eigentlich schenken. Ich hoffe, irgendjemand hat verstanden, was ich gerade erklären wollte. Mir ist es gerade selber nicht mehr so klar. Aber die Grundidee der Erklärung war nicht falsch, würde ich mal sagen. Okay, jetzt haben wir hier gar nichts. Hier haben wir zwei und haben eine elendlange Strecke. Geht das hier nochmal auf ein Gleis? Geht. Genauso doof. Wie kommt man denn bloß auf so Ideen? Es sieht halt relativ cool aus, wenn die Züge warten, bis sie drankommen. Aber eben, kostet dann halt ein Heidengeld. Und dann braucht man sich nicht wundern, wenn man ins Minus kommt. Okay, hier haben wir wieder die gleiche Geschichte mit diesen einzelnen krummen Teilen. Geht zwar noch. Müssen halt wieder eine Etappe bauen. So, kurz eine Etappe hier hin. Ne, das geht schon nicht mehr. Da passt dem Teil irgendwas nicht. Nehmen wir es nochmal weg. Dann liegt der kurze Teil hier, genau. Und hier liegt auch noch einer. So, jetzt müsste nämlich hinhauen. Und schon haut's hin. Schnell wegen den Signalen gucken. Da haben wir keine. Wir haben hier so im ersten Drittel welche. Das schadet nicht. Wobei generell muss ich schon sagen, es ist also je mehr Signale man hat, desto mehr Probleme hat man jetzt. Hier ist irgendwie, das kommt hier aus diesem raus. Jetzt wird es ganz interessant mit den Signalen. Also eins haben wir mal hier, damit der da nicht wartet. Dann fährt der hier lang. Dann fährt der hier rein.
Der hätte erst da hinten wieder ein Signal. Das heißt, die Züge würden dann warten, bis der da hinten verschwindet, bis sie das Gleis benutzen. Das kann auch nicht ideal sein. Hier geht's in den ins Zweiergleis rein. Da brauchen wir schon ein Signal. Aber nicht so, sondern so. Brauchen wir das wirklich? Nein. Doch, der belegt sonst hier das ganze Ding. Ach, das müssen wir irgendwie ausprobieren. Wo kommt denn der rein? Der kommt nur hier unten rein. Hier, sorry fürs wilde Zappen. Hier unten rein. Und sonst hat der eigentlich gar nichts mehr, wo er irgendwie wechseln würde oder so. Dann müssen wir dem doch irgendwie hier unten auch ein Signal hinstellen. Ob das jetzt schlau ist? Ich wage es zu bezweifeln. Das müssen wir beobachten. So, jetzt müssen wir wieder ein bisschen Gas geben. Denn mit 500.000 kaufen wir hier keine neuen Züge. Das wird sonst schwierig. So, ich lege den auch mal noch hier hoch. Jetzt haben wir hier zweimal Linie 4. Eigentlich möchte ich den hier beobachten. Können wir eine Linie 4 wegmachen. So, gucken, wo der fährt, wo der bremst, warum der wartet, wenn er wartet. Wenn er dieses Gleise benutzt, dann braucht er hier aber noch ein Signal. Geht nicht. Warum geht denn das nicht? Hier geht's. Okay, warte mal. Rechts. Das wäre hier. Okay, das stimmt ja dann. Nee, jetzt verwirrt es einen wieder hier mit der Signalgebung. Würde schon stimmen rechts. Und das geht ja in das andere Gleise. Da könnten wir aber dem auch hier eins machen. Ein Signal. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Dann ist hier komplett gesperrt, der vordere Bereich. Geht ja immer nur darum, dass der vordere Bereich, das Gleis davor reserviert wird durch so ein Signal. Was dahinter passiert, ist dem Zug eigentlich egal. Das ist anders wie bei eben zum Beispiel Transport-Tycoon früher. Ob hinten einer fährt oder nicht, interessiert den Zug nicht. Er reserviert sich nur den Teil des Gleises vor sich. So, hier fahren alle. Das ist bestens. Hier geht's Geld drauf. Wie sieht's mit den Linien aus? Jetzt geht's hier mit den Bussen los. Oder haben wir Anfang Jahr? Nein, wir haben Ende Jahr. Anfang Jahr kann es natürlich immer hier mal eine rote Zahl haben, ist ganz klar. Bei den Zügen warte ich mal noch. Da mache ich noch nicht viel, denn die haben wir jetzt eigentlich so weit optimiert, dass die eigentlich immer fahren würden. Und das hier ist die einzige Buslinie, die eigentlich Minus macht. Das sind wahrscheinlich schlicht und einfach die... Ne, hier ist noch eine Buslinie, die Minus macht. Aber das sind einfach auch zu teure Busse hier. Der Cats-Bus und der rote. Die kosten, die kosten. Die müsste man eigentlich mal abziehen und ersetzen durch kleine. Das mache ich jetzt mal. Und dann werden wir die doch mal Richtung Überland schicken. Das kostet dann ja nicht so viel in der Entstehung, aber jetzt ist hier der Takt natürlich schlecht. Das heißt, wir kaufen hier für Linie 10 erstmal diese kleinen Busse, zwei Stück. Hier ist Linie zuweisen. Linie 10, okay. Dann haben wir nämlich hier wieder eine halbwegs vernünftige Taktfrequenz vermutlich. Hier oben 62, das ist okay. Und hier bei Linie 8 schicken wir den mal noch ins Depot. Gehen mal zur Linie 8. So, eben, die sind eigentlich auch zu teuer hier. Diese Mercedes-Teile. Jetzt müssen wir hier das Straßenverkehrs- und Schifffahrtsamt finden. Nee, das Depot. So, und dann schicken wir nämlich hier auch noch so einen kleinen anstelle des großen, den wir ins Depot geschickt haben hier auf die Piste bei Linie 8. So, das hätten wir. Wo ist der andere Bus? Ist der schon unterwegs? Schon im Depot drin? Ne, ist er noch nicht. Der kommt noch irgendwo. Den müsste man ja eigentlich auch sehen können. Ich sehe vieles, nur nicht den Bus. Und da kommen wieder neue. Neue Loks, sehr schön. Ja, das bauen wir alles noch ein. Keine Frage.
Ich habe doch den Bus eigentlich von hier, von der Linie, ins Depot geschickt. Das ist nicht das Depot. Hier ist das Depot. Das ist noch leer. Ah, da kommt er. Okay. Jetzt könnten wir mal gucken, was können wir denn verbinden. Das hier ist ein Riesenweg. Das könnte man aber theoretisch verbinden. Also das. Diese beiden Städte, so meine ich. Wir könnten auch... Straße gebaut ist auch nach hier unten. Aber hier ist keine Stadt. Und zwar weit und breit nicht. Komischerweise. Hier ist noch eine, die ist noch weiter weg. Das bringt nicht viel. Das können wir vielleicht mit den anderen Bussen dann machen. Ob das wirklich Geld bringt, wenn wir das... Wenn wir diese Busse überlandmäßig einsetzen? Ich weiß es nicht. Vor allem die Straßen sind ja nicht so ausgebaut, dass die hier voll Pulle fahren können. Ich würde sagen, wir testen das mal mit einem. Und zwar haben wir hier schon eine Linie. Und zwar wäre das... Müssen wir einen Zug finden, damit wir wissen... Nee, ging auch einfach, aber jetzt habe ich den Zug schon gefunden. Das ist Linie 4. Der wartet auf Wege. Okay. Kurz Pausenmodus, damit wir uns das dann auch nochmal in Ruhe ansehen. Jetzt machen wir erst die Busverbindung. Was haben wir jetzt gesagt? Linie 4. Meine Herren. Linie 4. Genau, die Linie 4, die fährt hier von diesem Bahnhof zu diesem. Das können wir aber natürlich auch auf der Straße machen. Wenn wir dem Bus einfach Linie 4 zuweisen, dann benutzt er Linie 4. Auf dem schnellsten Weg. Und der schnellste Weg für ihn ist natürlich auf der Straße und nicht auf dem Gleise. Deswegen. So, das fährt das Teil. Jetzt haben wir hier noch Busse im anderen Depot. Oder die sind noch auf dem Weg dahin. Oder was in der Stadt, wo die teuren Teile unterwegs waren. Wo ist hier das Depot? Da. Tatsächlich. Die könnten wir jetzt natürlich auch benutzen, um sie hier hinzuschicken. Das wäre dann Linie. Ja, wir nehmen so auch den Zügen ein bisschen die Kundschaft weg. Habe ich immer das Gefühl. Das ist Linie 7. Wir schicken die mal auf Linie 7. Und behalten sie im Auge, ob sich das finanziell überhaupt lohnt mit diesen Bussen oder nicht. Aber dass die natürlich für innerorts komplett sinnfrei sind, das leuchtet mir auch ein. Das ist ganz klar. Und eben, die Mercedes sind eigentlich immer noch zu teuer. Behalten wir auch im Auge. Ach, wir haben einiges im Auge zu behalten. Auch warum hier die Lok dermaßen lang wartet. Weil der Zug da kommt, weil sie hier ein Signal hat. Ja, das werden wir in der nächsten Folge genau und in Ruhe uns nochmal ansehen. Gut, ich danke euch fürs Zusehen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.